ja, sitzt alles. So. BH, Haare. Ja, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Augen zu gilt nicht. Und es geht eigentlich sozusagen um mein Leben, um einen Lebensabschnitt von ziemlich genau 7 Jahren. Und in diesem Lebensabschnitt, der mit 15 beginnt, bin ich eine jugendliche, sehr freiheitsliebende Person, die sich der Unterdrückung des Elternhauses und der Schule widersetzen will und dann eben so ihre eigenen Erfahrungen im Laufe der Jahre mit Punk, Polizei, Psychiatrie, Gefängnis, alternativen Lebensentwürfen und Modellen, mit Großdemonstrationen, mit kleinen direkten Aktionen, mit kreativem Aktivismus, mit vielen Reisen und zwischenmenschlichen Erkenntnissen verbringt. Ich habe zum einen Tagebuch geführt, wobei ich bin ja sehr viel gereist und habe in sehr vielen Wohnungen gewohnt, auch in besetzten Häusern. Und wenn da die Polizei und die Abrissbirne einmal durchlaufen, dann ist vom Tagebuch nicht mehr so viel übrig. Auf der anderen Seite habe ich dann halt immer wieder so Aufzeichnungen, also so halb vergilbte Zettel, die habe ich dann doch immer wieder gesammelt, teilweise auch bei meinen Eltern irgendwie untergestellt. Und die habe ich dann wieder gefunden. Und dann natürlich, mein Gedächtnis, glaube ich, ist auch ganz gut. Natürlich ist auch eine selektive Wahrnehmung, eine subjektive Erinnerung. Menschen, die jetzt bei denselben Ereignissen dabei waren, die würden die Ereignisse vielleicht ein bisschen anders beschreiben oder haben mich auch anders erlebt, als ich mich selbst erlebt habe. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass es schon, sag ich mal, hieb- und stichhaltig ist, und eine Autobiografie ist ja immer eine subjektive Angelegenheit. Und bei den Dingen, also gerade so bei politischen Ereignissen, da war es mir schon auch wichtig, nochmal Meinungen von anderen Leuten einzuholen, nochmal Broschüren zu lesen, die zu dem Zeitpunkt rausgebracht wurden, zum Beispiel zum Grenzcamp, da habe ich auch nochmal die Broschüre eben gelesen in Frankfurt von 2001 und habe mich nochmal durchs Internet geblättert, was da noch dazu gab. Und dann habe ich erzähle halt auch gerne Geschichten, also viele Geschichten, die im Buch stehen, die habe ich halt immer wieder auch erzählt. Also immer wieder sozusagen meine Erinnerungen aufgefrischt. Wenn man mal in einer Kneipenrunde zusammensitzt, dann bin ich halt eher so die, die mit einer Anekdote dann die anderen Leute beglückt oder auch nicht beglückt. Auf jeden Fall dient es immer wieder als Erinnerungsauffrischung. Also in jeder Lebensphase habe ich dann eben andere Schwerpunkte gesetzt. Am Anfang war mir die Freiheit, die persönliche Freiheit und Unabhängigkeit erstmal sehr wichtig und habe ich das auch sehr ernst genommen. Um dahin zu kommen, wo ich hin wollte, nehme ich erstmal weg von zu Hause und woanders leben, mit anderen Menschen zusammenleben. Und später haben sich natürlich die Punkte, die ich ernst genommen habe, immer wieder je nach Jahreszeit und je nach Jahreszeit und persönlichen Entwicklungsstand immer ein bisschen verlagert und sind dann auch mal in den letzten Jahren schon stark auch auf die Politik, also nicht jetzt auf die parlamentarische Politik, sondern eher so auf eine Graswurzelpolitik, also Politik von unten, umgeschwenkt, wo ich mich dann schon gemeinsam mit anderen organisieren möchte, um im Großen und Ganzen was zu ändern und eben nicht mehr so ganz auf diesem Individualtrip bin, so jetzt geht es erstmal um Party und Freiheit und möglichst viele Geschlechtsgenossen kennenlernen, ne, was man halt so mit 15, 16 als Priorität hat. Ich würde gerne alle Menschen erreichen mit dem Buch, weil ich finde, das Buch, das hat eigentlich für jeden irgendwas. Und das Buch soll ja auch zum Nachdenken anregen und nicht nur zum Nachdenken, sondern auch zum Selbstbessermachen. Das habe ich ja auch ins Vorwort geschrieben. Also jetzt eben nicht nur ein weiteres Buch. Es gibt ja sehr viele sehr spannende, tolle Bücher, die uns erzählen, was alles schief läuft. Also gerade meine Kritik, jetzt politische Kritik, die geht ja nicht sehr tief. Das ist ja, das liegt auch daran, dass es ein Roman ist und auch mitreißend geschrieben ist und dass es auch junge Menschen verstehen sollen. Und also wer sich halt zu einem bestimmten Thema informieren will, der kann ja dann eben auch noch ein tiefer gehendes Buch lesen, ne? Also jetzt zu Sicherheitspolitik, ne? Oder also G8-Treffen, da gibt es ja so viel Literatur, da muss ich jetzt nicht wieder alle Argumente runterbeten, die es sowieso schon gibt. Mir geht es jetzt halt nicht nur darum, sozusagen die Missstände aufzuzeigen, wie in anderen Büchern das gemacht wird, sondern auch zu sagen, ja, wir haben das erkannt irgendwie, da läuft was falsch. Und dann habe ich mich mit ein paar Freunden zusammengetan und dann haben wir das und das und das gemacht. Da habe ich so ein paar
ja, so Ansatzpunkte gegeben, so ein paar Sachen, die die Leute vielleicht dann auch zum Weiterentwickeln anregen. Und also das Buch soll schon aktiv machen und eben nicht nur, dass der Mensch sagt, so ja, schade, läuft irgendwie alles schief, aber ich kann ja eh nichts machen, sondern eher das Gegenteil. Wo man anfangen könnte, ja, in der Solidarisierung. Also, dass wir eben wieder mehr miteinander sprechen. Ja, gerade auch. Also, dass wir einfach mehr miteinander sprechen. Und das hört sich jetzt banal an, aber unsere Gesellschaft hat keine Gesprächskultur mehr. Unsere Gesellschaft verläuft komplett nach der Verwertungslogik. Wir sind eingeteilt in zum Beispiel erwerbstätig oder nicht erwerbstätig. Wenn wir erwerbstätig sind, in wie viel Geld wir verdienen, welche Kontakte wir haben. Freundschaften verlaufen oft nach dem Prinzip, nutzt uns das überhaupt was? Diese Freundschaft, was ja dann keine wirkliche Freundschaft ist, aber auch, ja, Freund A, kann mir der bei irgendwas helfen? Also wir gucken schon, es ist so in unserem Denken drin, dieses Konkurrierende auch und dieses ständig auf der Hut sein müssen, ständig irgendetwas verteidigen zu müssen, das liegt ja sozusagen im Kapitalismus. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Arbeit habe, dann kann ich die auch morgen schon wieder verlieren und dann hat sie jemand anderes. Also muss ich meine Arbeit verteidigen wie mein wichtigstes Gut, weil sonst habe ich ja kein Geld und das Geld ist ja in unserer Gesellschaft sehr wichtig. Und das finde ich ist wichtig, einfach zu gucken, wie können wir unser Zusammenleben möglichst ohne Geld gestalten und zwar so, dass wir uns an den Bedürfnissen orientieren und nicht an dem wahren Wert. Ja, wir müssen halt nur aus diesem Geldzwang austreten und dann wird das schon was. Ich weiß nicht, ob ich es noch erlebe. Ich hoffe, meine Tochter erlebt diesen wunderschönen Tag noch. Und so lang sind wir halt auf dem Weg dahin, aber der Weg ist ja eigentlich das Ziel. Ja.